ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir wollen heute nochmal eine Karte basteln. Und zwar hatte ich mir vor einiger Zeit eine Doku angeguckt. Ich gucke immer Dokus, während ich bastel und so. Und da ging es um Intarsien, also Intarsien aus Holz. Und ich fand das so eine witzige Idee. Es sah so genial aus, dass ich mir dachte, das kann man bestimmt auch mit Papier machen. Also das ist keine neue Idee, es gibt es bestimmt schon. Ich habe mich dann rangesetzt und mal ein bisschen probiert. Und da ist dieses hier entstanden. Und ich finde es so unwahrscheinlich cool. Es sieht so genial aus, weil man jetzt einfach das Ausgestanzte mit einer anderen Farbe einfach wieder eingesetzt hat. Es geht super einfach. Das Einzige, was ich euch empfehle, ist wirklich eine Stanze am Anfang zu nehmen, wo ihr nicht groß puzzeln müsst. Also wirklich erstmal nur eine ganz einfache Form, eine Blume, eine Feder, ein Blatt, so wie hier. Ganz einfach, wo nicht viel Geschnörkel ist, weil ich habe den Fehler gemacht. Und habe mir natürlich gleich so ein Mammutding rausgesucht, wie zum Beispiel das hier. Das musste ich in alles wieder reinpuzzeln und das als erstes Mal ist ein bisschen, ja, besonders, kann ich euch sagen. Wir brauchen auch nicht viel, wir brauchen einmal unsere Stanzmaschine, eine Stanze. Ich habe mir jetzt hier eben dieses Blatt ausgesucht. Dann habe ich hier schon mal ein Kartenrolling und mir einen Kartenaufleger zurechtgeschnitten, den ich sehr, sehr schön finde. Der wird nachher so drauf kommen. Und dann brauchen wir nochmal ein Papier oder einen Bogen Papier, aus dem wir dieses Blatt ausstanzen wollen. Ich werde das jetzt nochmal in weiß machen. Ich habe mir jetzt hier einfach so eine weiße Karteikarte genommen und da werde ich nämlich dieses Blatt jetzt einmal mit ausstanzen. Ich hole mal meine Stanzmaschine hier rüber. Ja, ihr seht, ich habe meine Platten immer noch nicht ausgetauscht. Ich bin da echt ein bisschen besonders, was das angeht. Ich kann sie nicht auspacken. Ich kann sie nicht benutzen, die neuen. Das geht nicht, weil ich weiß, dass sie ganz schnell auch so aussehen. Und noch funktionieren sie, sehen zwar echt total bekloppt aus, muss man ehrlich sagen. Die sehen echt wie so ein Totalschaden schon fast aus. Aber sie stanzen noch. Und ja, ich weiß nicht, ich kann das nicht. Ich bin da ein bisschen komisch. Vielleicht kennt ihr das so mit neuen Bastelsachen, dass man sich da echt so ein bisschen anstellt. Das ist wie mit Papier. Wenn man das nur einmal hat, dann ist es eben schwerer, das zu benutzen, als wenn man das in doppelter Ausführung hat. Zumindest ist das bei mir so. Genau, so, jetzt muss ich einmal dieses Blatt hier ausstanzen. Das kurbel ich einfach nur durch die Big Shot. Es gibt ja ganz viele verschiedene Stanzmaschinen. Ich war am Überlegen, ob ich mir irgendwann, beziehungsweise zum Geburtstag, ich habe ja im Dezember noch Geburtstag, die kleine Sidekick bestellt. Die ist ja wirklich ganz klein und die kann man super direkt nebenan stehen haben, ohne dass die so viel Platz wecken, weil die Big Shot ist natürlich echt groß und ich habe nur die A5. Die gibt es ja in nochmal größer, das ist ja dann die A4. Da war ich am Überlegen. Ich hatte auch erst überlegt, ob ich mir die elektronische wünschen möchte oder holen möchte. Aber ganz ehrlich, dafür benutze ich die Stanzmaschine einfach zu selten. Es ist jetzt nicht so, dass ich jeden Tag hier mir einen Wolf kurbel oder so. Absolut nicht. Und deswegen, glaube ich, wäre das jetzt nicht so meins. So, jetzt nehme ich mir meinen Kartenaufleger. Und jetzt empfehle ich euch, irgendwie Washi-Tape oder sowas zu nehmen. Einfach, damit die Stanze gleich genau da bleibt, wo ihr sie haben wollt. Also ich möchte sie in der Mitte relativ weit oben haben, weil ich hier unten noch einen Spruch haben möchte. Und damit sie auch wirklich da jetzt bleibt, klebe ich da jetzt einfach einen Streifen Washi-Tape drüber. Das könnt ihr nachher auch ablösen, das ist gar kein Problem. Und kurbel das jetzt so durch die Maschine. Das ist einfach nur, damit man sicher ist, dass das nicht verschiebt oder so. So. Und dann sind wir auch schon fast fertig. Das geht wirklich ratzfatz. Das ist so cool. Und das ist einfach, es hat so einen tollen Effekt, das Ganze. So, mein Stanzteil ist schon rausgefallen, obwohl die Stanze noch dran klebt. Auch nicht schlecht. So, jetzt ist hier gerade, warum auch immer, ein bisschen was vom Papier abgegangen. Aber das werde ich gleich irgendwie kaschieren. Mal gucken. Beziehungsweise es geht es ja erstmal nur darum, euch zu zeigen, wie das Ganze funktioniert. Und als erstes kleben wir jetzt unseren Kartenaufleger auf die Karte. Schön darauf achten, dass ihr auch in der Mitte Kleber gebt, weil jetzt wäre das doof, wenn sich das da irgendwie abhebt oder so. So. Schön mittig. Und jetzt haben wir hier jetzt das freigestanzte. Jetzt könnte man da super auch mit einer anderen Farbe arbeiten. Aber ich finde es eigentlich ganz schön, wenn das hier in weiß ist.
Jetzt wird dieses ganze kleine filigrane Teil mit Kleber eingeschmiert. Und das ist das, was ich euch wirklich empfehle. Fangt mit einem relativ großen an und nicht mit ganz vielen kleinen Teilen, weil das ist echt beim allerersten Mal ein bisschen anstrengend, muss ich sagen. So, ich gebe jetzt auch nochmal hier drin ein bisschen Kleber rein. Und dann meine Zacken, die habe ich ja gerade nicht mit eingeschmiert und nicht, dass die ganze Zeit zu hoch stehen. So, und jetzt wird einfach das Blatt eingefügt. Das ist wie beim Puzzeln eigentlich. So, und es sieht, ich finde es echt eine absolut geniale Geschichte, wenn man eine Karte haben möchte, die jetzt nicht super aufwendig ist, aber trotzdem was Besonderes hat. Und das ist jetzt hier bei dem ja echt so cool. Jetzt könnte man, wenn man möchte, auch noch dieses Blatt da wieder mit zukleben. Zum Beispiel so. Dann würde man meinen Fehler hier nicht so doll sehen. Könnte man auch. Sieht bestimmt auch ganz toll aus. So, jetzt müsst ihr aber erstmal darauf achten, dass alles schön drin ist. Und jetzt habe ich mir schon mal einen Spruch hier ausgestanzt, den ich gerne dazu haben wollte. Es ist eben eine sehr schlichte Karte. Und da finde ich das auch immer ganz schön, wenn man so einen ganz kleinen Spruch hat, der eine große Aussage hat. Hier jetzt eben Dankeschön. Und dann ist das auch schon so gut wie fertig. So, jetzt werde ich noch schnell mal gucken, dass ich da irgendwie diesen Klebebandabriss da irgendwie verdeckt kriege. So, ich finde das jetzt gar nicht mehr so schlecht. Gerade jetzt mit diesen Pärchen. Ich finde, das ist nochmal ein bisschen edler, aber nicht zu viel. Und ihr seht auch, wenn da irgendwie mal ein kleines Malheur passiert, man kann das super beheben. Einfach ein bisschen kreativ auslassen, dann klappt das eigentlich immer ganz gut. Also nicht gleich verzagen und alles im Müll schmeißen, das bringt gar nichts. Meistens lässt sich das wirklich immer sehr gut retten. Ich habe natürlich auch wieder ein paar Beispiele fertig gemacht. 3 Stück insgesamt. Hier einfach jetzt mit diesem Schmetterling, wo ich die kleineren auch nochmal embossed habe. Dann habe ich hier einen ganzen Hintergrund gemacht. Da es ist einfach, man muss so aufpassen bei so großen Sachen, dass man keine Teile verliert, weil sonst muss man das Ganze nochmal ausstanzen. Und deswegen, ja, fangt am besten mit so einem kleineren Motiv an. Und dann habe ich hier noch einmal diese mit den Blümchen, die ich auch so schön finde. Da habe ich eben erst die Blümchen und dann nochmal, das sind so eine Dreierblume immer, ausgestanzt und dann einfach oben drüber geklebt. Finde ich auch eine ganz schöne Idee. Und so hat man wieder eine Karte, die ganz viel Besonderes an sich hat, obwohl sie so einfach eigentlich ist. Und das hier ist jetzt gerade, wenn ich diese 4 im Vergleich sehe, meine Lieblingskarte. Ich finde sie sehr, sehr schön und bin so gespannt, ob ihr diese Technik auch schon kanntet, ob es euch gefallen hat und wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachbasteln. Und sage danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, ihr Lieben.